Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind nicht im Himmel, wir sind im Abendrot. Von Let's Play Dishonored. Wir haben gerade zurückgebracht, die Prinzessin. Wir haben die zwei Aufträge zu Ende gebracht, nämlich die zwei Leute getötet. Wir haben geshoppt. Und wir könnten Kräfte erwerben. Ich bin überfordert, welche. Ich habe irgendwas schon mal freigeschalten, glaube ich. Und mal drüber diskutiert haben. Ich weiß nicht, ob das die Aufnahme nochmal weggeschmissen habe, nochmal neu gedreht habe, weil anscheinend fehlt die uns. Obwohl, ich glaube, wir haben das dann genommen danach, nach der Diskussion. Auf jeden Fall. Menschen. Anderen Menschen finde ich halt auch sehr, sehr edel, muss ich ehrlich sagen. Tötet. Dass man Gegner töten kann, ist natürlich auch nicht schlecht. Ich glaube, wir machen das hier erstmal. Oder immer wieder langsam regenerieren, wäre natürlich auch nicht verkehrt. In der ersten Stufe erhöht sich deine Gesundheit und erlaubt dir so mehr Schaden durch Angriffe, Gesundheitsstütze zu versenden. In der zweiten Stufe bessert sich der Teil deiner Gesundheitsleiste, der sich von selbst regeneriert, auf zweifache Weise. Die Nutzung läuft schneller ab. Größerer Teil deiner Gesundheit regeneriert sich. Das ist natürlich wirklich nicht schlecht. Sprunghöhe ist halt auch nicht schlecht, ne? Aber wir haben ja eigentlich den hier dafür. Du mal lieber den hier hochrüsten. Natürlich ohne den zu benutzen, das einfach so hoch zu tun, wäre natürlich auch nicht schlecht. Also ohne diesen Zauber. So, schauen wir mal wieder durch. Eine zweite Lösung. Oh, was? Ich glaube, das haben wir schon ein paar Mal durchgelesen. So. Hier ist nichts Neues. Oh, die Tür ist offen. Aber warum ist diese Tür offen? Und dann ist da hinten, okay. Anscheinend gibt's nichts Neues. Aha. Ist das etwa für die Kleine? Aua. Okay. Und Achtung! Die Gesundheit der Stadt hat oberste Priorität. Ehepartner, Elternteile oder Kinder mit Anzeichen der Seuche sind umgehend zu melden. Keine Ausnahme. So, hier ist natürlich zugemauert. Also das Licht da oben war das. Da kommen wir dann direkt darüber und das ist dann ihr Turm. Das ausschaut. Ah, jetzt verstehe ich auch. Mein Bett ist weg. Bin ich jetzt blöd? Das heißt, nein, Angriff. Dann hier hoch, dann hier rüber. Okay. Das haben sie extra gebaut, nur
um hier rüber zu kommen anscheinend. Callista, ich will mich jetzt nicht umsehen. Natürlich, wir zeigen es Ihnen später, in Ruhe. Ich frage mich, ob meine Mutter noch lebt. Ich sah, wie sie die Klinge traf, aber vielleicht hat sie überlebt und sich erholt. Wäre das möglich? Es tut mir leid, Emily. Aber sie hat nicht überlebt. Oh. Sind Sie zur Beerdigung gegangen? War es eine schöne Feier? Ein Zug von Kutschen rollte durch die Stadt. Es war wunderschön. Blumen überall. Und Tausende weinten, weil sie so vermissen. Hätte ich's doch gesehen. Tut mir leid, Liebes. So, da könnt ihr natürlich wieder fleißig lesen. Ich frag's jetzt einfach mal, was los ist. Vor allem, hier sind jetzt zwei Betten, also eins für mich und eins für sie anscheinend. Ich nehme auch alles ein wenig in den Blick. Dieser Ort ist nicht so schön wie die Golden Cat, aber mir gefällt er trotzdem besser. Okay. Ich habe alles vorbereitet. Stundenpläne, Tagesablauf. Wir gestalten ihr Leben hier so normal wie möglich. Die Schrecken, die sie sah. Aber all das ist bald vorbei. Jetzt kann ich allen hier meinen Wert beweisen. Okay. Ich wusste, dass ich deshalb hier bin. Hatte aber Angst, dass es nicht passiert, wenn ich es laut sage. Aber glaube, ich weiß. Das ist Callista der Krone. Sie hat gelernt, sich in dieser Stadt von uns wie Zwietracht zu verteilen. Sie ist das Bier in dem Teich, um in den Schmuck des Flusswassers zu übertünchen. Sie sieht mehr, als sie sagt. Kleine Lady. Okay, jetzt haben wir alles. Ziemlich viel über ihr zu sagen. Ich finde es auch cool, wenn die Seite umschlägt, dass dann wirklich mal auch was Neues kommt. Man sieht den Tower auf der anderen Seite des Flusses. Dort starb meine Mutter. Echt jetzt? Stimmt! Das Anwesen. Dann ist die Schleuse. Krass. Ist mir noch nie aufgefallen, dass wir eigentlich gar nicht mal so weit weg sind. Okay. Cool, dankeschön. Manchmal denke ich an den Mann, der meine Mutter erstach. Wer war er? Keine Ahnung, Kleines. Ich wohne hier also in einem kleineren Turm? Gute Vorbereitung. Ich mag Samuel. Vielleicht machen wir bald wieder eine Bootsfahrt. Na. Dann tut man ja hier Messer ziehen. Gut, das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Warum wir hier raus können. Okay, ich dachte, das Fenster war offen. Da kannst du es ja aber wieder gefangen nehmen, so einfach. Gut, wir haben ja zum Glück einen Ofen, dass es trotzdem ein bisschen warm sein könnte. Aber anscheinend haben wir keine Fenster. Okay, das können wir zumachen. Da tun wir auch. Oh, okay. Alles klar. Dann. Zeig dir meine Zauberkräfte. Corvo. Die Verschwörung der Kaisertreuen dankt für ihre Arbeit. Ich weiß nicht, ob ich es kann. Meine Brüder. Wir glaubten nie, dass sie der Mörder der Kaiserin sind. Wir wussten, es ergab viel mehr Sinn, dass der jetzige Lordregent hinter dieser Sache steckte. Unterstützt von einigen seiner Vertrauten. Wir haben viel Geld investiert und uns in Gefahr begeben, um sie aus dem Gefängnis zu befreien.
Aber wir taten es, weil wir glaubten, dass sie es sind, der die Wende bringen kann. Ach, und Havelock sucht nach ihnen. Okay. Ziemlich traumhaft jetzt hier um die Art, also um die Tageszeit. Ist die Brücke wenigstens fertig, dass immer hier die ganzen Brücken miteinander verbunden sind? Da drüben scheint immer eine Verbindung zu sein. Die scheint immer auszureichen, deswegen bauen sie jetzt da eine und da eine gleichzeitig. Statt erstmal eine fertig zu machen. Aber es gibt eigentlich normalerweise genug Arbeitskräfte. Nachteil ist halt die Seuche, ne? Ich finde es auch cool, dass die Leute nicht einfach verschwinden und dann an einem anderen Ort wieder auftauchen. Okay, dann gehen wir mal hin. In Ordnung, mein Freund. Martin hat unsere nächste Aktion geplant. Eine Fußnote in Campbells Tagebuch besagt, dass die Geliebte des Lordregenten Modell saß für Sokolov, Maler und kaiserlicher Arzt. Er wird uns ihren Namen verraten. Sokolov verbringt die Hälfte seiner Zeit auf der Cordwin-Brücke über dem Fluss. Allerdings müssen sie sofort aufbrechen, denn noch ist Sokolov in seiner Wohnung auf der Brücke. Samuel kann sie dicht an die Brücke bringen, aber sie müssen Sokolov reinfinden. Bringen Sie ihn lebend hierher, dann ermöglicht er uns unseren nächsten Ich kann kaum glauben, was Sie schon geleistet haben. Die Flucht aus Coldridge, das Ende des Oberaufsehers, Emilys Rettung. Sie erfüllen diesen alten Offizier mit Stolz. Was ist alles? Du findest es nicht gerade seltsam, dass der hier schwebt und sein... Campbells Tagebuch. Erstaunlich, wie viele Aufseher er erpresst hat. Das Buch ist in der Tat der Schlüssel zum Orden. Sokolov ist unberechenbar. Und als Leiter der Akademie der Naturphilosophie ist er sicher ein schräger Vogel. Okay, dann auf zu Samuel. Obwohl, wir können natürlich noch ein paar Betäubungspfeile. Ich will letztendlich mal weniger Leute töten. Sagen Sie mir einfach, was Sie brauchen. Sehr viel. Und Sie können es mir bieten. Oder besser gesagt, geben. Wir müssen unbedingt mehr Pfeile finden. Bist du bereit? Auf zur Cordwin-Brücke, Sir. Richtig. Wir schlafen später. Kommen Sie an Bord, wenn Sie soweit sind. Wir sind soweit. Ziemlich eindrucksvolle Brücke, muss ich sagen. Vor allem, die müssen ja... Ah, im Hintergrund sieht man sogar die Walfänger. Aber es stimmt schon, was in einem Buch steht. Was tun sie, wenn die Leviathane, also diese Wale, mal nicht mehr existieren? Du sollst Anton Kolofer entführen, der... Aha, irgendwo. Also die wissen auch nicht genau wo. Was sagen Sie dazu, Corvo? Die Cordwin-Brücke. Sie lebten jahrelang in der Stadt, aber im Dunwall Tower mit der Kaiserin. Also sehen Sie die Brücke heute Abend vielleicht zum ersten Mal aus der Nähe. Jetzt passen Sie mal auf. Sehen Sie die Lichter auf dem Wasser? Dadurch würden wir sofort entdeckt werden. Kappen Sie Ihre Energieversorgung, dann kann ich Sie wieder abholen. Und jetzt zu Sokolov, den Sie lebend zurückbringen sollen. Er ist gerissen. Vielleicht gerissener als Piero. Hat ganz Dunwall mit seiner Naturphilosophie unter seiner Kontrolle. Neue Technologien, Tränke und so weiter. Kommt mir gefährlich vor. Aber was weiß ich schon. Dann du weißt mehr, als du sagst, glaub mir. Wenn Sie fertig sind, ich warte bei den Bögen unter Sokolovs Gemächern, ob Sie kommen. Natürlich nur, wenn Sie die Flutlichter ausgeschaltet haben. Nächsten einer. Ach stimmt, wie viele haben wir denn? Eine Rune, ein Knochen. Haben wir eigentlich alle Knochen schon angeschaut? Wir können noch einen Knochen aktivieren. Ah.
Okay. Ausgangssperre heißt, dass niemand auf der Straße herumlaufen darf, außer den Wachen. Ja, ich kapiere. Aber wenn wir doch jemanden sehen, was da? Weisen wir ihn drauf hin? Auf die Ausgangssperre? Nein, du erinnerst ihn nicht. Du schnappst ihn dir einfach und dann prügelst du ihn zu Tode. Klar? Schon gut verstanden. Muss mich nicht anschreien. Zu Tode prügeln. Okay. Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Ne, wenn ein Eischweißer dringt in mir. Das will ich natürlich jetzt auch nicht. Wie schon so oft, man kann immer noch einen anderen Weg nehmen. Ich nehme natürlich den. Ich glaube fast, wenn man hier auf Menschen nicht tötet, noch härter sich tut. Wir haben dann vielleicht das böse Ende dadurch auch. Aber man. Sobald man quasi nicht so viele Leute tötet, kriegt man erstens weniger Geld. Man tut sich nachher mal härter, wenn man mal entdeckt werden sollte. Also ich denke fast, das ist der schwierigere Weg. Vielleicht auch wegen der gutmütigere Weg, aber einiges schwierigere Weg. Auch immer dieses Durchgeschleiche. Hey, ich heute deine Elixierration kaufen? Neue Nacht, neue Wacht. Mit dir. Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Ja, an dem hier noch vorbei. Mist. Meinst du, du könntest heute dein Essen mit mir teilen? Verzieh dich. Was verzieht? Genau. Hier geht's ja gar nicht durch. Sind schlechte Witze da? Ich hatte jetzt mehr Feuer anschauen sollen. Verdammt. Wir sind, glaube ich, hier komplett umsonst entlang.
Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Hab ich ein Essen umsonst getötet oder was? Okay, da können wir gar nichts mehr ändern. Okay, hier kommen wir auch am besten. Bis hier hin ungefähr. Okay, Samuel, es hat sich noch wegen verdrückt. Ist aber auch gut so. Alter, ich hänge hier gerade echt fest, ne? Und bin ich jetzt blöd? Okay, das Ding kriegen wir doch auch nicht auf.